Wenn du den Preis errätst, Digga, du kriegst es umsonst geschenkt, Digga. Also gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Ich schwöre dir, wenn du jetzt einfach eine Tasche jetzt errätst, du kriegst es von mir. Es kann heute gut für mich ausgehen, es kann für mich heute sehr, sehr pleitenhaft ausgehen. Ötzi hat schon über 600 Euro abgesahnt. Krass, Digga. Yo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf SKK, Leute, hier im SK-Zember. Wir befinden uns hier gerade in einer bekannten Location, das ist das Zimmer von Erkan, Leute. Hier haben sie schon so die ein oder anderen Sachen geändert. Erkan befindet sich auch gerade da, möchte schlafen, aber wir lassen ihn einfach nicht in Ruhe, weil wir hier gerade dieses Video drehen. Nice. Erkan, vielleicht gibst du mal ein kleines Zeichen von dir. Was geht ab, Mann? Ich bin zu müde. Ja, okay. Das war's an der Stelle auch. Ja, jetzt bin ich hier wieder mit meinem kleinen Bruder am Start. Ihr habt schon im Titel gesehen, was gerade abgeht. Ötzi weiß noch gar nicht, was heute abgeht, meine Freunde. Und das ist auch das Coole dabei. Ötzi, ich möchte heute mit dir eine kleine Challenge machen. Ich bin heute im Gönnermodus wieder unterwegs. Du weißt, wenn ich im Gönnermodus unterwegs bin, dann richtig. Auf jeden Fall. Und Ötzi, guck mal, weißt du, was wir heute machen, Digga? Du hast heute eine Challenge. Wir machen heute eine Rate-Challenge. Weißt du, was eine Rate-Challenge ist? Rate-Challenge. Ja, ich muss raten und irgendwas, ja. Hast du schon vielleicht irgendeinen Plan, was du erraten musst? Ja, du stellst mir wahrscheinlich solche Fragen wie, wie hoch ist der Berg oder so. Nein, nein, nein. Wir werden uns heute ein paar Webseiten angucken, Shopping-Webseiten. Und du hast heute die Challenge, du guckst dir nur das Bild an und musst den Preis von dem jeweiligen Objekt musst du erraten, okay? Und wenn du es errätst, wenn du diesen Preis exakt hast oder plus, minus, sagen wir, 15 Euro, also wenn er da irgendwo in diesem Rahmen liegt, dann kaufe ich es dir. Boah, Junge, ich bin so gut darin, ich kaufe es dir, versprochen, okay? Safe. Aber du wirst pro Seite wirst du so drei Chancen haben, lass es drei Chancen sein, ne? Und ja, wenn du deine Chance da oder da nutzt, kannst du da ein Paket in den nächsten Tagen erwarten. Boah, ich bin echt gut darin, lass das machen. Okay. Es kann heute gut für mich ausgehen, es kann für mich heute sehr, sehr pleitenhaft ausgehen, Digga. Fang ganz entspannt an, wir gehen erstmal zu H&M, okay? Okay? Wir gucken jetzt erstmal Oberteil, okay? Gefällt dir hier was? Oh, der NASA-Pulli ist nicht schlecht. Ja? Ja. NASA-Pulli? Auf jeden Fall. Aber ey, Ötzi, du hast drei Chancen, also überleg dir gut, ob du es haben willst, ne? Ja, dann zoom mal weiter. Also okay, hier? Meine schwarze Pulli gefällt mir. Der hier? Mhm. Okay. Wir fangen ganz entspannt an. Was denkst du, wie teuer ist das? Dann darf ich den Pulli mal komplett sehen? Bei H&M ist aber, glaube ich, einfach, Digga. H&M ist einfach. Deine erste Chance nutze aus bei H&M. Wie teuer ist dieser Hoodie? Aber bei H&M ist wirklich einfach. Bei H&M würde ich sagen, also Preisspanne plus minus 7 Euro, okay? Ich schätze 30 Euro. 30 Euro? Schätze ich, ja. Falsch. 20 Euro über dem plus minus 7 Limit. Erste Chance bei H&M. Hast du schon raus, Digga. Schau mir gleich, wenn es um die teuren Sachen geht. Da wird es sehr, sehr interessant, Digga. Hier vielleicht was dabei? Die ist cool. Die rote? Die ist auch cool. Welche? Ja, welche? Sag mir, muss ich eine sagen. Da gibst du aber gelbe, weil die ist wieder teurer. Gelbe gebe ich dir wieder plus minus 15 Spanne. Und die könnte klappen, Digga. Ja. Okay? Wollen wir sie dir nehmen? Ja. Okay. Und gelb ist keine coole Farbe. Also rot lieber. Ja. Gibst du noch ein dunkel? Ja, die dunkle. Die dunkle? Ja. Wie teuer ist diese Jacke? Ich stecke das gerade zu, er sieht es nicht. Ja. 55. 55 Euro? Ja. Die Jacke kostet 100 Euro, also 99 Euro. Also jetzt, leider wurde es da auch nichts. Alter, war das H&M so teuer? Aber es ist echt eine geile. Letzte Chance bei H&M, Ötz. Ey, wenn du bei H&M und so schon verkackst, willst du später bei Gucci und sowas bei Jacken bleiben? Ja, auf jeden Fall. Hier vielleicht? Ja, die ist cool. Die hier? Okay, guckst du einmal kurz weg, Ötz. Ich muss mir selber erstmal den Preis angucken. Okay, alles klar. Wie teuer ist diese Jacke? Weil wenn das jetzt nicht errätst, dann bist du so schlecht, Alter. 75. Oh mein Gott, die Jacke kostet 39,99. Alter, du hast so verkackt, Mann. Du bist voll schlecht. Ja, gerade war die 100 Euro wert, jetzt ist die. Ja, das ist eine andere. Also Leute, H&M komplett lost, Digga. Komplett durchgefallen, schau mal. Wir gehen auf jeden Fall höher jetzt, ne? Also wenn du schon so anfängst, dann wirst du heute gar nichts packen, Digga. Also so geht's auf jeden Fall schon mal gar nicht, Digga. Wir gehen zur nächsten Seite und zwar einer meiner Lieblingsseiten. Pegador High Fashion, Leute. Wo ich auch übrigens das T-Shirt hier habe und den Beanie hier. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geile Jacken hat Pegado High Fashion, Leute. Und Leute, falls ihr auch interessiert seid an coole Winterjacken, die sind auf jeden Fall über 30% im Sale. Und wenn ihr noch den Code SECO10 eingibt, bekommt ihr nochmal 10% mehr Sale auf eure Bestellung. Also checkt mal den Link in der Beschreibung ab, Leute. An der Stelle bitte einen Applaus. Dankeschön. Checkt ab, Leute, den Link in der Beschreibung. Wollte ich mal so, by the way, erwähnt haben. Pegado High Fashion, du kennst Pegador, ne? Von meinen Stories und so. Du willst eine Jacke haben wahrscheinlich, ne? Normal. Okay, eine Jacke willst du haben. Okay, oh, das könntest du eigentlich leicht erraten, Alter, weil du hast bestimmt schon mal reingeguckt. Aber egal, Digga, ich gebe dir die Chance.
Ey, hör auf zu. Bruder, hör auf viel zu sagen, Bruder. So. Woher soll ich das denn wissen? Er muss das schon real verdienen. Ja. Weißt du, das ist doch scheiße, Digga, weißt du? Ja, aber das ist doch scheiße, Digga. Digga, am Ende muss ich das bezahlen, so, weißt du? Er muss schon real verdienen, Digga. Warum wiederholst du mich? Gefällt dir hier was? Ey, pack dein Handy weg, Digga, ich schwöre. Das ist richtig unfair. Du hast erst dein Handy, weil du ihn so sagen willst. Okay, gefällt dir hier was? Wahrscheinlich diese Jacke hier, ne? Mhm. Ja, okay, alles klar jetzt. Warte, machen wir den Sale-Preis oder machen wir den Neupreis? Sale-Preis. Sale-Preis? Okay, plus minus 15 Euro. Wie teuer ist diese Jacke hier? Du darfst gucken, ja. Boah, Alter. Das musst du eigentlich wissen. Ich hab's doch in meinen Story schon voll oft erwähnt, Digga. Ey, Digga. Ey, Digga, geh mal raus, ehrlich. Ich schwöre, ohne Scheiß, er macht die Handzeichen und so, Digga. Geh raus. Ich schätze 135. Boah, ich hab dich gesagt 135. Du lügst, du hast gesagt. Exakt 139 Euro. Oh mein Gott. Die erste Jacke hast du schon gesneakt, Digga. Jetzt, ich mach dir erstmal ein Foto davon, damit ich weiß später, was ich alles bestellen muss. Glückwunsch, Digga! Deine neue Winterjacke ist gesaved. Sehr, sehr geiler Sale, also von 199 auf 139. Und mit dem Code ZECO10 bekommt ihr nochmal 10% auf die Jacke. Okay, Digga, Glückwunsch, deine erste Ware. Ey, das war aber mit deiner Hilfe. Nein. Geh mal raus, Bruder, Mann. Aber du hilfst dem, Bruder. Ich hab sowieso 130 gesagt. Ja? Ich hab noch 130. Ey, lass dich von. Ey, das ist voll unfair, Bruder. Hör auf zu helfen, Digga. Warte, ich raus. Okay, jetzt nochmal, willst du noch so eine Jacke oder wollen wir weitergehen? Eine Jacke habe ich noch jetzt schon nicht. Okay. Hoodies? Okay. Ist hier was vorbei? Jo, der ist geil. Der Hoodie ist nice, sagst du? Guckst du einmal kurz weg, bitte? Ich muss ganz kurz selber nach dem Preis gucken. Alles klar. Ötzi, wie teuer ist dieser Hoodie? Ich schätze. Das ist echt ein cooler Pulli. Ich schätze 75. Der Hoodie kostet 69 Euro! Oh, shit, Digga! Oh shit, okay, nice. Okay, muss ich auch noch erstmal ein Foto machen, damit ich weiß, was ich dir bestelle, Digga. Wollen wir bei Oberteil bleiben, deine letzte Chance? Nein, bei Hosen jetzt. Hosen? Ja, okay. Ist geil. Die ist krass, die schwarze, ne? Die schwarze ist aber geil. Willst du die schwarze? Ja. Guck kurz weg, ich muss ganz kurz einmal nach dem Preis selber gucken. Okay, alles klar, habe ich. So jetzt, wie teuer ist diese Hose? Ich schätze, oh, 85. 85 Euro. Ötzi, diese Hose kostet 60 Euro. Was? Alter, warte. Wie geil Hose ist. 60 Euro, Ötzi, die Hose hast du leider keinen Schnapper gemacht. Tut mir echt leid für dich, ich hätte sie dir echt gegönnt. Es kann sein, dass du heute mit einem sehr, sehr großen Schnapper nach Hause gehst, okay? Okay, du bist schon zu Hause. Okay, so, Stone Island? Yo. Stone Island? Stone Island, richtig, Alter. Stone Island, okay. Stone Island hat krasse Sachen, muss ich echt sagen, Digga. Hier was dabei? Oh, doch, der ist nicht. Der Pullover, den habe ich sogar selber. Guck kurz weg. Okay. Wie teuer ist dieser Stone Island Pullover? Preisspanne? 15 Euro, plus minus. Ja, du gehst doch viel höher, da musst du die Preisspanne doch auch hören. Nein, nein, plus minus 15. Okay, 20, okay? Plus minus 20 Euro, meine Freunde. Wow. Plus minus 20 Euro. Geil. So, das muss auch irgendwo eine Challenge sein, ne? Ja, stimmt. Okay? So musst du dir vorstellen. Wenn du den Preis errätst, Digga, du kriegst es umsonst geschenkt, Digga. Also gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, Digga. Okay? Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, Digga. Ich sag, 260. Ja. 260 Euro kostet der Stone Island Pulli, sagst du? Der Stone Island Hoodie kostet 155 Euro. Oh mein Gott. Ey, Digga, 155 Euro. Ja, deswegen. Ja, ich hab auch diesen Pulli angehabt. Oh, du wolltest sogar schummeln, du Penner, Digga. Okay, also erste Chance bei Stone Island verwertet. Ötzi, du bist echt schlecht, ey. Ich hätte echt mehr erwartet. Willst du bei Hoodies bleiben? Nee, geh zu Mützen. Zwei Mützen haben die hier. Gefällt dir eine von denen? Digga, die schummeln noch die ganze Zeit. Wer? So nein, Peter weiß ja gar nicht, um welches Produkt es sich handelt. Deswegen. Kann er gar nicht. Die ist cool. Willst du ernsthaft, warte, jetzt mal Real Talk, willst du ernsthaft deine Chance verwerten für eine Mütze? Ja, eine Mütze. Ja? Okay, dreh dich kurz um. Wie teuer ist diese Stone Island Mütze? Vielleicht kannst du mal bitte in den Schrank gehen oder rausgehen. Na, alles gut. Jetzt. Spiegelt hier irgendwas zufällig? Okay, was? Erzähl, wie teuer ist diese Stone Island Mütze? Boah, jetzt bin ich echt gespannt, meine Freunde. 3, 2, 100. 100. Wie viel? 100. 100? Okay, guck mal weg. 100 Euro? Ach, Ötzi, Alter. Was denn? Die Mütze kostet 115 Euro, Digga! Oh, shit! Oh, shit! Stark! Hast du irgendwas gemacht, Digga?
Ich schwör auf alles, du hast nicht geschummelt? Ich seh die Mütze doch gar nicht. Hä? Schummeln die gar nicht. Aber wie denn, Alka? Wie kann er schummeln? Keine Ahnung. Guck, deswegen, das ergibt keinen Sinn. Krass, Stone Island Mütze, Alter. Heftig. Heftig, Digga. Heavy. Aber du schummelt. Schummelt der? Nein. Das Ding ist, ich frage mich, er sieht doch die Produkte gar nicht. Wie kann er schummeln? Verstehst du? Und mir gehört ja nicht Stone Island. Das warum gehst du nicht einfach raus, Digga? Boah, endlich ist Fedder raus, bitte. Danke, Leute. Applaus, bitte, dass Fedder jetzt verschwindet. Aber rein, nicht schau, Digga. Ruf an, ja, wir rufen dich auf jeden Fall, wir rufen dich auf jeden Fall an, Digga. Am besten auch Alk ohne Kapuze, das wäre auch cool. So ein Sweatshirt? Also den hier? Ja. Warte, geh mal, guck mal kurz, guck kurz, ob es den andere Farben gibt. Warte, ich muss Preis bedecken. So, die gibt es in schwarz, weiß gibt es den. Boah, der ist nice. Also Leute, die letzte Chance für Ötzi bei Stone Island. Ötzi, wie teuer ist dieser Hoodie? Ich sag mal ganz kurz und knapp 150. 150 Euro? Ja. Dieser Hoodie kostet leider 199,99. Ich hab den Hoodie aber auch für 150 in Erinnerung, weißt du, ganz ehrlich, Digga. Also Leute, Stone Island, aber trotzdem eine Mütze, Digga, muss man echt sagen, ist auf jeden Fall stabil. Okay, jetzt wie viele Seiten sollen wir so machen? Vier wären cool. Vier Stück noch? Vier. Schau mal, wir machen zwei noch. Du hast dich schon ausgezogen, wir machen zwei Stück noch, okay? Zwei Stück. Das Ding ist, Gucci könntest du mich echt rippen, weil ich glaube, du kennst schon ja, den einen oder anderen Preis, ne? Gucci, was willst du bei Gucci? Umhängetaschen, Tragetaschen, Rucksäcke? Portemonnaie? Okay, Portemonnaie. Gefällt dir was? Ah, komm, das Coole ist, der Preis steht ja nicht mal. Geil, Alter. Echt, du hast drei Chancen, ne? Also, ich würde schon für was Sinnvolles nutzen, aber iPhone X, wenn du es willst. Das ist cool. Hülle? Komm mal kurz weg. Ja, Hauptsache, da steht für. Krass, dass sie so teuer sind. Okay, willst du ein iPhone X Hülle? iPhone X Hülle von Gucci. 3, 2, 1. 170. 170 Euro? Glaube ich schon. Das ist ja. Oh shit. Schlimm. Oh shit, Leute. Mindestens 170. 170 Euro sagst du. Okay, jetzt. Du weißt, ich gönne dir sehr, ne? Du weißt das. Ich gönne dir wirklich. Aber ich muss dir leider sagen, dass die Hülle 220 Euro kostet. Ah, 220 Euro, meine Freunde. Du hast noch zwei Chancen bei Gucci. Ich schwöre dir, wenn du jetzt einfach eine Tasche jetzt errätst, Dings, und du bist in der Preisspanne minus plus 20 Euro, du kriegst es von mir. Aber, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, raten ist nicht so einfach. Also raten ist wirklich nicht einfach. Ihr seht jetzt die ganzen Preise und so, aber er sieht die Preise nicht. Und er muss jetzt aus dem Stegreif unvorbereitet einfach erraten, Digga. Und das ist auch echt überschätzt, ehrlich. Ja, natürlich, das ist nicht einfach. Du kannst ruhig gucken, weil hier stehen die Preise nicht direkt vorne. Okay. Ötzi, wie teuer ist dieses Gucci-Shirt? 3, 2, 1. 400. 400 Euro? Ja. Das Gucci-Shirt kostet dich 350 Euro. Leider. Leider bist du hier auch raus. Du hast noch eine Chance bei Gucci, Digga. Du hast nichts abgesahnt, Alter. Ich dachte wenigstens bei Gucci was absahnst, Digga. Okay. Ah, fuck, Alter. Nee? Ich hoffe, jeden Fall Portemonnaie haben. Okay, wie du willst, Digga. Wie teuer ist dieses Gucci-Portemonnaie? 3, 2, 1. 300. Komm mal kurz weg, ich muss selber kurz gucken. Oh, 320 Euro, oh mein Gott. Du hast einfach, oh mein Gott, Digga. An der Stelle bitte einen fetten Applaus. Meinst du mich? Ja, mach mal Applaus kurz. Dankeschön. Also, Ötzi hat bis jetzt Pegador Sachen im Wert von 200 Euro, eine Stone Island Mütze für 110 Euro und jetzt ein Gucci-Portemonnaie. Leute, Ötzi hat schon über 600 Euro abgesahnt. Krass, Digga. Ich schwöre krass. Ich gönne dir, Digga. Aber jetzt machen wir langsam eine Seite noch. Wir gehen noch auf deine Lieblingsseite, Versace. Und dann ist auch Schicht im Schacht, okay? Letzte Seite, Digga. Oh yeah. Bist du glücklich, sei ehrlich? Ich bin richtig glücklich. Was willst du bei Versace gucken? Bei Versace habe ich jetzt ehrlich nur Modeschmuck geguckt. Irgendwas für dich dabei? Nein. Irgendwas für dich dabei? Das ist cool. Der Ring? Ja. Okay, du willst einen Ring zu deiner Kette haben, Digga? Ja. Okay, nice. Du hast Geschmack, Digga. Schau mal kurz weg. Okay, alles klar. Dein Preis bitte in 3, 2, 1. 290. 290? Der Versace-Ring kostet... Oh, bitte nicht du schon wieder. Leute, ey, nicht du schon wieder, bitte. Ey, der hat Portemonnaie gewonnen, ne? Gucci Portemonnaie. Ich schwöre. Wie viel Euro war der gerade? Er hat von 320 auf 300. Digga. Ja, aber doch, Junge, Cousin, Mann. Alles rasiert. Ötzi, der Ring kostet leider Gottes 250 Euro. Ich wollte 250 Euro. Du laberst so eine Scheiße, wolltest du eh nicht. Ich hoffe alles, ich hab das im Leben.
in meinem Kopf. Wann kann er seinen Joker benutzen? Sein Joker? Nee, er hat schon genug abgesandt, kein Joker mehr. Sechs. Nee, Digga, willst du mich pleite machen? Also, willst du für den Ring testen? Ja. Du hast unbedingt einen Ring, ne? Ja, okay. Also, Ötzi, dein Preis für den Versace-Ring. 3, 2, 1. 250. Was? 250. Oh, warte, ich muss selber kurz gucken, geh mal. Okay. 250 Euro, sagst du? Der Ring kostet dich 220 Euro. Bruh. Zwei Chancen für Ringe. Warum bist du so ein Idiot, Digga? Du musst unbedingt einen Ring haben, ne? Zu meiner Kette stell dir das auch vor. Ja, das wäre schon geil, Digga, aber du musst dir mehr Mühe geben, Cousin. Ehrlich. Okay, Mode und Schmuck bleiben? Auf jeden Fall, Mann. Digga, ich muss diese dritte Chance für den Ring verwenden. Willst du, das deine letzte Chance, ne? Deine letzte Chance, Digga. Ist der hier? Guck mal kurz weg. Okay. Boah, okay. Jetzt, wenn du schlau bist, weißt du den Preis. Wenn du schlau bist, ich schwöre, ey, das ist jetzt richtig, das ist eine Pfandfrage. Er fördert jetzt der Joker, weil ich nett bin und er unbedingt einen Ring will, deswegen hat er die Chance drauf mit einem Joker. Fördert, sag ihm im Ohr. Du musst noch dieses Klatscher-Dings machen, ne? Ja, los. Ich gebe schon 50 Sachen ab für deinen Zeugnisse. Wäre? Ja. Das ist übrigens mein Schwager, Leute. Was? Hast du gehört? Ötzi, dein Preis in 5, 4, 3. Warte, oder bist du dir schon sicher? Ich bin mir sicher. Okay, beides ist deine letzte Chance. Okay, dann 5. 4, 3, 2, 1. Was? 260. Komm mal kurz weg. Guck doch weg. Warum denn nicht mehr? Oh shit, okay. Okay. Reichmann ist plus minus 20, ne? Plus minus 20, ja. Easy, ich glaube schon. Der passt perfekt zu deiner Kette, Digi. Okay, hat Fedder dir das gesagt? Ja, wenn ich ehrlich. Weil es ist richtig ist! Ötzi, der Ring kostet ist 250 Euro! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Leute! Heftige Runde! Heftige Runde! Heftige Runde! Stark, 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 stark! Glückwunsch, Digga! Glückwunsch, Alter! Krass! Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde, falls ihr noch eine Folge Errate-Challenge mit Shoppen. Vielleicht machen wir auch was anderes, vielleicht so Geräte. Keine Ahnung, Leute. Schreibt auf jeden Fall eure Vorschläge in die Kommentare, Leute. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Okay, natürlich bin ich jetzt am Ende des Tages 850 Euro ärmer geworden. Aber Leute, vergiss nicht, das ist mein kleiner Bruder. Für ihn mache ich es auf jeden Fall gerne. Und ja, Leute, auf jeden Fall. Ötzi, du hast heute wieder eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Respekt an der Stelle, Digga. Daumen nach oben für mehr. Wir sehen uns übermorgen bei einem neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!